Mit deinem Fleisch sind da. Bruder, halt mal kurz, muss wegen Polizei klären. Wenn Polizei kommt, könnt ihr die einfach in mein Zimmer hochschicken. Ja, das wäre besser. Schauen wir mal. Die wollen mich fragen, also meine Fans haben angerufen und gesagt, ich habe wohl gefährliche Sachen dabei, testet den. Jetzt haben Fans, die mich nicht kennen, in ein Hotel, wo ich Präsidentssuite gebucht habe, mich abfacken wollen, damit ich nicht chillen kann. Und jetzt werde ich den Polizisten sagen, meine Zigaretten sind gedreht mit Tabak. Ich rauche mit Tabak gedrehte Zigaretten. Nein, gar nicht. Ich habe wirklich, ich rauche Tabakzigaretten und die sehen ja gleich aus vom Papier her. Ich weiß genau, ihr seid die Nettesten, die es je gab in einem Hotel. Darum bin ich sehr traurig, dass die hier versuchen, Probleme zu machen, weil ich würde gerne hier leben. Okay. Und im Jahr ca. 400.000 Euro dafür zahlen. Wie gesagt, also ja. Uns persönlich geht es auch nur darum, dass das alles... Ja, ich habe ja noch nie was Falsches gemacht. Ich rauche im Stream meine Zigaretten gedreht, okay. Weil das gesünder ist von Tabak her. Ja. Das war's. Und jetzt kommen Bullen tatsächlich, während Menschen sterben, um zu gucken, ob das wirklich Tabak ist. Der soll in meiner Präsidenten-Suite hochkommen und dann zeige ich ihm, ob das Tabak war. Verstehst? Also ich würde mal sagen, wir machen momentan einfach nicht, oder? Okay. Nein, das ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, Gott, das tut uns auch leid. Also du musst eine Sache verstehen, schau mal. Bitte. Ich bin ein ganz normaler Kunde, okay? Niemand weiß, dass ich hier bin. Irgendwelche fremde Menschen rufen euch an, damit du die Vorgeschichte weißt. Leute haben sogar versucht, mich zu töten. Ich bin quasi so, ich will meine Ruhe. Meine Ex ist mir fremd gegangen, meine Kinder wurden weggenommen. Ich will einfach nur chillen Musik machen, okay? Ihr habt Anrufe angenommen von Leuten, die mir vielleicht drohen wollen. Und ihr habt bestätigt, dass ich in Villach bin. Und jetzt sind diese Menschen wirklich sicher, dass ich hier bin. Und ich habe jetzt schon alle möglichen... Moment, hör mir kurz zu. Jetzt kommt der Hase. Du darfst niemals als Hotelrezeptionistin überhaupt Auskunft über die geben. Das ist klar, das haben wir jetzt nicht. Und jetzt wissen aber alle, dass im Boca Hotel ich bin. Also das habe ich, also wir haben ja jetzt nicht gesagt, dass Sie hier sind. Das haben wir auf gar keinen Fall. Also dieses Mädchen ist auf meiner Aufnahme und dieses Mädchen hat den Leuten am Telefon bestätigt, dass ich hier lebe. Erstens. Zweitens, hör mir zu. Hier ist ein ganz normaler Musiker. Er kommt hier rein. Jeder Musiker hat ein bisschen Reichweite. Wenn die jetzt Anrufe kriegen, weil der Musiker wacht auf und sagt, schönes Zimmer, ich darf das sagen. Die googeln diese Wände in KI und wollen mich dann abfacken. Verstehst du? Und wenn man mir als Hotel dann sagt, obwohl ich extra, damit ich euch nicht am Sack gehe, ich will, das ist meine Art Respekt euch zu zeigen. Ich brauche dieses Zimmer nicht. Aber ich habe nur Ruhe in dem größten Zimmer. Ich nehme das, schau. Und ihr sagt mir, dass ihr die Anrufe nicht verkraftet. Nein. Wenn ihr so nicht reden könnt, dann ruft mir Managerin, Abla. Also es geht nicht darum, ihr könnt mir sowas nicht sagen. Ihr gebt mir das Gefühl, dass ich der größte Nutzensohn bin damit. Das wollen wir jetzt. Wie kannst du mich aus dem Hotel rauswerfen, weil jemand anruft? Na, also ich sowieso überhaupt nicht, ja? Wie sowieso nicht? Ich denke mal, es geht einfach nur darum, dass man... Also ich kann die Anrufe doch. Der erste Anruf, den ich bekommen habe, da war irgendwas mit Polizei. Da haben wir nicht bestätigt, dass sie jetzt hier sind oder sowas. Das ist uns klar. Weiß aber irgendwie jeder. Weiß jeder schon. Ja. Das ist klar. Und ich wollte nicht, dass man das weiß. Dass sie jetzt ihre Anonymität verschicken. Genau. Die ist nicht da. Das war's. Ich bin jetzt ein Zirkusaffe. Aber ich kann versprechen, dass wir jetzt nicht gesagt haben, dass sie hier sind oder so. Also ich habe zum Beispiel das Telefon angenommen und dann hat jemand hier gesagt, keiner hat gesagt, dass sie hier sind. Bro, die... Irgendwelche Großfamilien Araber haben euch angerufen.